Tier mit einem Rüsselband. Ich kenne ein Tier, das fliegen kann. Ich kenne ein Tier, das wirklich spinnt. Mein Tier hat im Beutel ein Kind. Was ist das diesmal für ein Tier? Wir kennen ein Tier, das hat ganz viele bunte Farben und hat ganz viele prächtige Farben. Nein! Das ist ganz bunt, aber das meinten wir nicht. Wir meinen keine Pflanzen, sondern Tiere. Fisch. Kein Meerestier. Es lebt nicht unter Wasser. Unser Tier hat auch keine Schuppen. Aber es hat Flügel. Es kann fliegen. Nein. Es ist ein Papagei, aber unser Tier hat nicht so einen großen Schnabel. Und hat Punkte an Flügeln. Und es hat Fühler. Es ist ganz klein. Zum Beispiel so. Nein! Wir meinten kein Marienkäfer. Es hat Flügel 2. Aber und noch hier unten. Aber ganz dünne ist das Tier. Die Flügel sind dünner. Und wenn man sie anfasst, dann sind sie kaputt. Gut. Und ist nicht rund. Es hat mehr Farben als das. Ein Rüssel hat es. Damit kann es Blumen von den Blumen den Nektar aussaugen. Ja. Ja! Schmetterling. Ein Schmetterling. Genau, den meinten wir. Ein Schmetterling. Noch einer. Ein blauer. Wie der glänzt. Und der ist durchsichtig. Der ist von einer Frucht. Da, siehst du den Rüssel? Ein schwarzer. Noch einer. Mit Rot. Der hat viele Farben. Viele gelbe Schmetterlinge. Sehen auch viele Blätter. Kannst du sie zählen? Ein Schmetterling. Zwei. Das sind vier. Fünf. Nee, das wären zu viele. Boah, ein ganzer Baum voll. Eine Wiese voll. So viele habe ich noch nie gesehen. Ich bin die Sarah. Ich möchte mit meinem Papa einen Schmetterling aufziehen. Hier hat ein Schmetterling ein Ei gelegt. Und hier ist die Raupe geschlüpft. Die Raupe ist noch so winzig klein. Die kann man mit bloßem Auge kaum sehen. Nur unter dem Mikroskop. Siehst du, sie ist ganz haarig. Und sie bewegt sich. Jetzt bauen wir der Raupe ein schönes Nest.
Sie muss ganz viel fressen, damit sie dick und groß wird und sich verpuppen kann. So sieht es aus, wenn Raupen sich verpuppen. Sie häuten sich. Und unter ihrer letzten Haut ist dann die Puppenhülle. Die Hülle wird hart und dadurch ist die Raupe gut versteckt. Guck, sie sehen aus wie Blätter. Unsere Raupe hat sich auch verpuppt. So kann sie sich in aller Ruhe in einen Schmetterling verwandeln. So, jetzt lasse ich dich in Ruhe. Hier schlüpft ein Schmetterling. Siehst du, aus der Raupe ist ein ganz anderes Tier geworden. Mein Schmetterling ist auch geschlüpft. Mein Bruder und ich sind schon ganz gespannt, wie er aussieht. Er macht seine ersten Schritte. Aber er klappt seine Flügel noch gar nicht auseinander. Er kann schon fliegen. Wie schön er ist. Jetzt können wir den Schmetterling wieder auf die Wiese bringen. Da fühlt er sich viel wohler. Ich werde ihn Felix nennen. Ob ich ihn einmal wiedersehe? Tschüss, Felix. Südamerika, in Kolumbien. Wir haben ganz viele Schmetterlinge bei uns zu Hause. Ich zeig sie euch. Hier, das sind ihre Eier. Die haben die Schmetterlinge gelegt. Aus jedem dieser Eier wird mal ein Schmetterling. Aber zuerst schlüpfen Raupen daraus. Schön, oder? Sie kitzelt. Raupen spinnen sich ein zu einer Puppe. Das ist eine. Da ist die Raupe drin. Und wenn sie wieder rauskommt, ist sie zu einem Schmetterling geworden. Sieh mal, hier habe ich einen.
schön, oder? Das kitzelt. Man muss sehr vorsichtig sein mit den Schmetterlingen. Ihre Flügel sind ganz zart und zerbrechlich. Flieg, schöner Schmetterling.